So, das freut mich auch, dass unser Bundesminister Schelling Wahl St. Pöltener den Weg zu uns gefunden hat. Und in dem Sinne möchte ich dich persönlich begrüßen. Es ist nicht selbstverständlich, dass es Unternehmen gibt, die bereit sind und den Mut haben, die Weitsicht haben und die Kraft haben, so ein Werk hierher zu stellen. Ich wünsche Ihnen zunächst einmal, dass Sie weiterhin so viel Energie haben. Denn ein derartiges internationales Unternehmen, einen derartigen Konzern auf Trab zu halten, ist ja keine einfache Sache.